Ich bin einerseits Programmleiterin Mindful Leadership an der Hochschule Osnabrück und lehre dort Mindful Leadership. Und dazu gehört auch ein ganz besonderer Bereich, den Deep Democracy. Und ich bin auch Deep Democracy Trainerin und die einzige deutschsprachige oder im deutschsprachigen Raum die einzige Deep Democracy Trainerin. Deep Democracy kommt nämlich aus Südafrika ursprünglich und wurde dort entwickelt. Und es ging darum, dass alle Menschen gehört werden, dass jede Stimme wichtig ist und ihren Raum bekommt und nicht nur gehört wird, sondern auch integriert wird beziehungsweise auch zur Anwendung kommt. Ja, also es wird nicht nur zugehört, ah wunderbar, wir haben deine Stimme gehört und jetzt machen wir es aber so und so oder wie die Mehrheit das vielleicht sagt, sondern jede Stimme wird integriert, sogar die Minderheitenstimmen sind der Zugang, wir sagen sogar, die sind das Tor zu einer größeren Weisheit, die der Mehrheit entgangen ist. Ja? Also die Mehrheit weiß etwas nicht oder hat etwas nicht gesehen und wir sind glücklich und froh, wenn es Minderheiten gibt, wo wir sagen können, wow, du hast also etwas anderes, was wir noch nicht gesehen haben, was ist es denn? Und dann können wir das auch integrieren in irgendeiner Art und Weise, wie sich das dann für richtig rausstellt. Und dieser Ansatz ist großartig, weil das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass wir nicht mehr sagen, Mehrheitsdemokratie, wir als gut erzogene DemokratInnen gehen natürlich mit der Mehrheit, auch wenn wir ganz anderer Meinung sind. Und je öfter unsere Meinung übersehen wird oder überhört wird, desto mehr gehen wir in den Widerstand. Und deswegen, Deep Democracy hat auch Tools, die zeigen, wie weit sind die Menschen im Widerstand. Also wir haben zum Beispiel die sogenannte Widerstandslinie, da sind Symptome drauf, anhand derer, wenn wir die kennen, sehen können, okay, das Team oder die Gruppe oder dieser Mensch ist im Widerstand. Das kannst du da und da und da dran sehen. Und je weiter du auf der Widerstandslinie nach oben gehst, desto größer wird der Widerstand. Früher in Südafrika hieß das nicht Widerstandslinie, also Resistance Line, sondern Terrorist Line. Weil eben letztendlich kannst du davon ausgehen, dass auch Terrorismus daher kommt, dass Menschen sich nicht gehört fühlen. Ich gebe ja auch Kurse in Organisationen, in der Wirtschaft, in Teams und so weiter. Und wir haben so ein spezielles Kursformat, das heißt dann Co-Resolve, also zusammenlösen. Und weil eben immer mehr klar wird, dass es geht nicht mehr, die alten Konzepte gehen nicht mehr von Führung. Ne? Einer sagt an, die anderen folgen oder so, es funktioniert ja nicht mehr. Das weiß auch jeder im Grunde mittlerweile. Aber wie setze ich es um? Wie setze ich das Neue um? Und da haben wir eben ganz tolle Tools, finde ich, die relativ schnell erlernbar sind und die das möglich machen, dass wir wirklich sehen, die Weisheit liegt in der Gruppe. Und wie holen wir das alles zum Vorschein? Wie machen wir das wirksam? Und wie treffen wir dann Entscheidungen, dass jede Person dabei ist und sich dazu committet, weil es nicht über ihre Köpfe entschieden wurde, sondern weil sie auch dabei sind. Jede Stimme wird gehört. Das hat was damit zu tun, wir nennen das die Wasserlinie zu senken, dass die Leute auch an ihre Kreativität und an ihre Impulse kommen und dass wir das sichtbar machen und dann freilegen und nutzen können. Und also ich würde mal sagen, es sind zwei Schwerpunkte. Das eine ist, Entscheidungen so zu fällen, dass alle dabei sind, dass alle mitgenommen werden, auch die Minderheitenmeinungen. Das andere ist, wahrzunehmen, wo sind eigentlich Spannungen? Große Spannungen sind Konflikte. Und Spannungen und Konflikte als etwas zu sehen, vor dem du nicht weglaufen musst oder was du nicht zudeckeln musst, unter den dicken Teppich kehren und schön zutrampeln oder so, sondern im Gegenteil, wo du sagst, jede Spannung, jeder Konflikt ist eine Quelle für Veränderung, für Kreativität wenn du mit Konflikten und Spannungen konstruktiv umgehen kannst, dann ist das eben wirklich was ganz Großartiges. Da kann viel passieren, da kann viel freigesetzt werden.